Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Unboxing. Das ist lange her, dass ich mich mal abseits der Reihe hier gemeldet habe, abseits meiner DSA-Kampagne, und ich dachte mir, oh gut, man kann so langsam mal wieder was Neues angehen. Ich habe ein neues kleines Paket hier bekommen und da wollen wir mal gemeinsam reinschauen. Ich mache hier gerade nochmal die Verpackung auf, weil ich das gerade eben erst bekommen habe, und dann zeige ich euch, was drin ist. Bis gleich. So, Paket ist offen. Wir klappen einmal auf. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwarten wird. Aber, puh, es ist Warhammer 40k mit Eisernem Willen. George Mann und Tacit Bertin. Keine Ahnung, Bertin. Vielleicht ein Franzose. Und zwar ist das ein Comic in der Finsternis. Der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden. Ja, das ist richtig. Das Ganze ist ein Comic von Panini. Ich muss gerade mal schauen, damit ich hier gerade so einen kleinen Eindruck gewinnt. Ich werde das, wie gesagt, alles lesen, rezensieren, auch wenn man Comics lesen. Ja, also ich finde die cool. Die Panini-Comics, ich habe mir jetzt einen Warhammer 40k-Comic schon angesehen von, war das die Deathwatch? Ich glaube ja, es war die Deathwatch. Und ich werde jetzt diese Comics hier rezensieren, und weil es ein Softcover ist, beziehungsweise weil ich es in Papierform vorliegen habe, wird es dazu kein Video auf meinem YouTube-Kanal geben, kein weiteres Video, sondern es wird einen Blogbeitrag geben auf meiner Homepage. Wer also wissen möchte, was sich hier drin befindet mit den Warpstürmen und dem, was, Eisernen? Ja, die Eisernen. Der darf auf meiner Homepage schauen. Ich lege das einfach gerade mal hier nebenan und schau mal rein. Das ist nämlich pickepacke voll. Hier geht es nämlich weiter. Die Gefallenen, nochmal Warhammer 40k. Das wird dann wahrscheinlich Teil 1 und Teil 2 sein. Neues Space Marine Abenteuer. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was drin steht. Da ist noch mehr Warhammer 40k. Offenbarung. George Mann, Taizo Betten. Teil 3, Fragezeichen. Achso, hier oben steht es auf dem Rand. Auf dem Rand steht, ich muss gerade mal schauen, 1, 3 und 2. So, habe ich das auch mal. Was ist das? Deathwatch, den habe ich schon, den Comic, bin ich der Meinung. Ich glaube ja. Ich glaube, den Comic habe ich, ja genau, das ist der Teil 1. Wisst ihr was? Weil ich den schon habe, werde ich den verlosen. Ich weiß noch nicht genau, ja, weil ich gerade gesehen habe, dass ich den doppelt habe. Ja, ich verlos den, ich verschenke den. Huh, ich denke mir was aus. Schreibt mir einen Kommentar. Ich weiß nicht. Schreibt mir einen Kommentar, warum ihr den haben wollt. Ich fand die gut. Die Rezension dazu habe ich, wie gesagt, schon auf meiner Homepage gemacht. Wer also wissen möchte, warum. Oh, ich könnte jetzt auch irgendwas zu dem Inhalt oder zu dem Blogbeitrag schreiben, aber wer wissen möchte, worum es hier geht, ich fand den wirklich, wie gesagt, ziemlich gut und auch sehr Warhammer 40k-mäßig. Denn hier gibt es eine Iron Hand ist mit dabei. Ich weiß gar nicht, ist das einer von der Iron Hand? Es gibt hier zumindest Mitglied der Iron Hand, und dann sieht man einen Scan von dem, einen Körperscan, und der hat tatsächlich dann auch nur einen Arm, der ihm fehlt, und der wurde dann mit einer Eisenschiene ersetzt. Also das Zeugs ist richtig, richtig gut. Deswegen habe ich mir die eben auch organisiert, die Comics. Dawn of War Teil 2. Noch mehr Warhammer 40k. Auf der Suche nach Gabriel Angelos. Ich habe ja die Dawn of War Reihe habe ich ja gespielt, und zwar Teil 1 bis Teil 3, genau. Und Tag X, die Republik der Sklaven, 58 vor Christus, Spartakus und seine Freiheitskämpfer. Genau. Warum? Weil ich demnächst, ich sage das schon seit, ich glaube, einem Jahr oder so, weil ich demnächst eine Cthulhu-Invictus-Kampagne, eine Cthulhu-Invictus-Kampagne leiten. Kampagne? Zumindest ein Few-Shot werde ich erzählen, und da kann es nie schaden, wenn man Material hat, um sich weiterzubilden. Ich habe auch irgendwo, ich kann auch mal ein Bild, ich schneide ein Bild rein, ich habe das Bild noch. Ich schneide mal ein Bild rein von meinen Vorbereitungen zu Invictus. Ich habe das vor, ich glaube, 5, 6 Jahren, 2014 war das. Also vor 6 Jahren habe ich mal eine Invictus-Kampagne erzählt.
Hatte dazu auch noch ein bisschen meine Vorbereitung mal offenbart im damals Cthulhu-Forum von Pegasus. Und das werde ich jetzt hier auch benutzen, um so ein bisschen wieder in dieses Feeling, in dieses Setting reinzukommen. Das ist also ein großes Paket von Panini. Genau, jetzt ist das leer. Ein großes Paket von Panini Comics, viel Warhammer 40k. Wer das also spannend findet, schaut auf meiner Homepage nach, beziehungsweise ich werde so oder so weitere Rezensionen auch zu anderen Dingen folgen lassen. Wer also abseits von den Videos auch was zu lesen möchte, der kann das eben auch dort tun. Das war dieses kleine Infovideo. Mehr möchte ich euch auch gar nicht mitteilen. Deathwatch, wie gesagt, verschenke ich. Sagt mir da einfach, warum ihr das haben wollt. Genau, ja. Sagt mir, warum ihr den Comic haben wollt und wie großer Fan ihr seid von Warhammer 40k. Da kriegt ihr den Comic. Schicke ich euch zu. Lose ich einen aus unter den Kommentaren. Ich sag mal, oh, 2 Wochen ab heute. Und 2 Wochen ab heute lose ich dann aus. Einfach einen Kommentar drunter schreiben, warum ihr den Comic haben wollt. Gut, damit bin ich raus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, in welcher Form auch immer wieder. Vielleicht mit einer Rezension, wenn ihr Bock drauf habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.